Und damit und herzlich willkommen. Ich habe gerade gesehen, ich habe Achievements ohne Achievements gekriegt. Scheinbar haben sie es jetzt endlich gefixt, das Problem. Das letzte Mal waren wir mit der einen quatschen. Die von der Königin Antoinette, die Dienerin, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu Eglisonte, um Marie aufzusuchen. Müssten wir eigentlich hinkommen, locker easy. Laufen wir einfach mal durch die Map hier, ne? Da hier eh alles miteinander verbunden ist, wird schon klappen. Wir kommen schon irgendwie zu der. Ach, das geht sogar hier so rum. Okay. Lasst mich doch mal hier einfach. Ach, genau, ich weiß jetzt, wo wir sind. Na, check. So. Einmal so durch. Wir nutzen einmal den, damit wir hier einen Speicherpunkt haben. Und ich bin derzeit am Überlegen. Also, ich mach mal. Wir kommen ja langsam hier mal voran. Ich bin derzeit am Überlegen, ob ich nicht. Ah, guck mal. Some worshippers were able to escape the automats. They ran towards the entrance to the catacombs. Perfekt. Und hier kommen wir ja nicht rein. Nur um die. Oh. Bei einer Feuer gefangen, dem Ding. Ob ich mir Disney Dreamlight Rally hole, da bin ich jetzt gerade am Überlegen. Und wenn ja, welche Variante? Hey, komm mal her. Nebenbei habe ich ein paar Sachen getötet. Nichts atemberaubendes, würde ich behaupten. Und bam. Und ich habe. Au, so langsam wollte ich gerade den Trick raus, wollte ich behaupten. Ich kann mich nicht bewegen. Wie ich die Dinger besiege, aber. Ich glaube, das täuscht auch einfach wieder. So, das haben wir geschafft. Genau, das letzte Mal waren wir schon hier. Sainte Marie. Ist hier irgendwas noch verwenden? Versuchen jetzt sehr Necker zu finden. Die Frau von dem einen, den wir aus dem letzten Boss, glaube ich, befreit haben. Verbesserte Brandgranaten. Oh, toll. Skelette. Eben wir. Ob wir die lebend wiederfinden? Was denkt ihr? Ah, ein schlechtes Gefühl. Der lebt sogar noch. Die leben alle noch. Traitor. Nee, die ist doch 100 pro tot. Oh, scheiße, sogar auch noch verfehlt. Weg mit dem Dreck. Die ist doch never ever noch am Leben. Wenn jetzt hier schon alles voll ist. Oder? Oh nee, ey. Alle auf Abstand. Oh. Autsch, ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Ja, raus, raus, raus. Warum geht sie denn da nicht raus? Nein, sie läuft seitlich weg, anstatt nach hinten, wenn ich nach hinten klicke.
Schon wieder einer. Oh, nee, ey. Ich hasse es so sehr wieder mal. An den renne ich diesmal vorbei. Gar keinen Bock auf dich. Ciao. Oh mein Gott, ich bin doch die scheiß Ausdauerleiste hier jedes Mal. Renn mir nicht hinterher, bitte. Danke. Ach, meine Güte. Ah, wir gucken gerade mal hier einmal alles durch. Hier hinten ist noch Loot, das heißt, wir müssen so oder so in die andere Richtung. Na, wir haben keine Steine mit. Rüsten schon mal die Heilung aus. Das Ding muss weg. Aber sowas von weg. Okay. Ja, da bloß nicht reingeraten. So gematscht hier wieder. Meine Güte. Es geht tot. Danke. Viole mit Reinöl. War aber nicht hier noch irgendwo. War das hier oder woanders? Nee, scheinbar nicht. Ich dachte, ja. So, wo müssen wir längs? Bestimmt weiter nach da in die Richtung. Aber beim. Oh, haben wir nicht aufgesammelt? Jetzt keine Ahnung, was es war. Was war Buggy? Da oben irgendwas? Wartet. Da, da ist was. Bin so gut. So, Bronzebahn. Schön. Waffen mehr updaten. Oh, da hinten ist sogar ein Bereich. Da können wir gleich hoch. Da oben ist noch Loot. Und da können wir die Wand einschlagen. Cool. Wo sind wir? Da, wo es Loot gibt, nochmal. Sind seiner kriegerischen Seele. Wurde auch geupdatet. Ich weiß gar nicht, was die Patch Notes waren. Falls es Patch Notes gibt zu dem Ganzen hier. Warum sollten wir jetzt hier hochkommen? Bin ich irgendwie doof? Stehe ich wieder irgendwas nicht? Wäre das so sinnlos eigentlich, da hochzugehen. Noch haben wir ihre Leiche nicht gefunden, ne? Die ist eigentlich ziemlich weit. Kommst du wohl mal her? Scheiß Spinne. Au, 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 au. Oh, macht er selber kaputt gerade. Puh.
Der ist größer, ne? Oder täuscht das nur? Autsch. Warum hat er die einfach so anschalten können? Ich habe den doch unterbrochen eigentlich. Trotzdem konnte er die einfach anschalten. Konnte die trotzdem anschalten, ne? Skurril. In die Richtung. Okay. Dann lasst mich mir mal rufen, bevor ich in die falsche Richtung wieder laufe. Da kam ich. Ey, wenn die das hier durchgeschafft hat, ne? Entweder die sind ja gefolgt. Wovon ich ja ausgehe. Dass sie ja alle hinterhergerannt sind. Und die war doch auch irgendwo. Aus dem vorletzten Part müsste es sein, theoretisch sein. Da, wo die alle so viel gequatscht haben. Ja. Oh, guck mal, man kann sogar was hier öffnen. Wo sind denn wir? Ah, ich weiß wo. Aber tschüss. Nö. Nö. Nein, jetzt sind die hier alle am Nerven, ey. Warum mache ich so wenig Schaden eigentlich? Mama, ich hab das schon. Komm mir trotzdem so vor, als würde ich mega wenig Schaden machen. Aus dem Weg. Meine Güte. So, Susanne Necker wiederfinden. So, Madame Necker escaped. Die sind gekommen. Mein lieber Ehemann, wenn du diese Zeilen liest, dann hat der Herr uns in seiner Gnade beide verschont und diese Kirche nicht zu unserem Grabe werden lassen. Ich konnte dem schrecklichen Massaker entgehen und werde unsere Tochter Germany im Hospiz der Barmherzigkeit von Sonsubin aussuchen. Wir werden dort auf dich warten. Wenn dich liebende Ehefrau sein. Okay, wir haben das geschafft. Nice. Mega gut. Mega gut. Sonst gab es hier nichts, ne? Da ist der Bereich. Guck kurz nur nicht, dass wir irgendein Loot hier übersehen wieder. Ich habe nämlich das letzte Mal die eine Gegend noch ein bisschen geklärt. Noch eine Map-Teil aufgedeckt mit irgendeinem Baum. Aber keine Ahnung, da kam ich noch nicht weiter. Und ein paar Mauern eingerissen mal. Mal überlegen, wo wir hinkommen. Hier rüber könnten wir einfach nach da unten. Ich bin mir aber manchmal nicht sicher. Nö. Ist alles immer hier so irritierend. Ey, da merkt man einfach jedes Mal, wie groß. Die Maps sind ja alle miteinander verbunden, ne? Und ich finde das so katastrophal manchmal für mich. Ja, weil manchmal keine Ahnung habe, wo wir hier sind. Also manchmal weiß ich es und manchmal weiß ich es nicht. Hier hänge ich fest. So. Ach, die sind das da hinten, die rumstressen nur. So, genau. Und ich habe was vergessen. Und zwar gab es letztes Mal eine Korrespondenz, die hatte ich. Genau, da ging es darum, das habe ich voll vergessen. Ich habe das einfach angeklickt. Wir haben einen Brief hingeschickt wegen dieser kostbaren Fracht und dann halt dieses Jax, wir würden einen Weg finden, um sie. Blablabla. Bla, bla. Wir dürfen keine Zeit verlieren, falls noch möglich, müssen die Kinder aus den Klauen der Orleanisten befreit werden. Oh, wenn ich nur diese Ratte Marat in die Finger kriegen könnte. Ich würde einen Weg finden, ihn zur Rede zu bringen. Genau, darum ging es. Gute Frage, was verbessern wir?
Ausdauer, weil das kotzt mich immer am meisten an. Muss einmal kurz öffnen. Vielleicht geht das ja jetzt auch, dass wir alle Leute da in dem Ding befragen können. Quartier der Luxemburg. Und wir können dem einen Bescheid geben, dass seine Frau entkommen ist. Gott, das sind alles nur so Nebenaufgaben. Und ich muss immer 30 Jahre durch die ganze Map rennen. Oh Mann, ey, Ladezeiten der Hölle. Es ist 11.11 Uhr gerade und ich denke mir nur so, ich könnte schlafen wieder. Genau. Vielleicht ist ja jetzt auch der andere Herr nicht mehr verbuggt, mit dem wir ein Problem hatten das letzte Mal. Bitte redet jetzt wieder mit mir. Ja, mein Gott. So, how is Monsieur Marat? I haven't met him yet. Ja, ist okay. Ja, chill deine Nuggets. Ja. Franziskus Anton. I found a cane engraved with the name Franciscus Antonius. Who could it belong to? Let me think a moment, je vous prie. I know an Antoine François, a printer on Rue de la Harpe. His surname is Momolo, but he is a man of the people and a true patriot. I doubt that he ever sported a cane with his name engraved on it. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Ach so, nee, die General stehen. Nee, hatten wir das nicht das letzte Mal? Wir haben die jetzt alle befragt, doch, glaube ich. Warte. Monsieur Necker. Madame? Ihn weiterreden lassen. Ibir, do you come bearing good news? Your wife. You may rest easy, Monsieur. Your wife escaped the massacre. She returned home and left you this letter. Mon Dieu. She's going to meet our daughter and son-in-law at our charity hospital. She may already be there. Madame, I did not dare to dream of such an outcome. My wife and daughter. Can you imagine? And I thought I had lost both of them. Kann auch passieren. Able to leave the kingdom and put these horrors behind us forever. What about the bonds? They are not in your possession. No, not yet. You must ensure they do not benefit the king, madame. You will find them in the armoire de fer, in the Palais des Tuileries. Do with them as you see fit. As long as the king does not use them. As for me, I'm going to find my family at once. Thank you. From the bottom of my heart. I pray that your efforts will be successful. Adieu, madame. Adieu. Minister Necker has given his bonds to me. That's quite a nice little sum. Can you imagine? That's 1/5 of the kingdom's entire wealth. Wealth that the king squanders for his personal benefit according to his whims. Ma foi. Monsieur Necker certainly has been very generous to his adoptive country. Generous? I have my doubts. The loan was granted at a very high rate. So high, in fact, that it would have dug the deficit into an even deeper state of abyss. Eh bien, monsieur. To what use shall we employ this boonful fortune? If I could spend it, I'd do everything I could to return to the people their confiscated freedom. To begin, I would get them the bread they so sorely need. It is only after the scourge of famine has been vanquished that armed patriots might then be able to rise up against despotism. And where will you find wheat, Robespierre? Will you steal it from under the noses of the automats who have sworn to destroy the human race? As for arming the people, this is another one of your delusions. How could your ragged pack of wretches win any sort of battle that be unable to lift a sword? When you insult the people, you insult me, Monsieur de Lafayette. God, I am not insulting anyone, Robespierre. But I happen to know what it takes to fight, unlike you. Monsieur, I was but a lad of 15 when I took up arms. And everyone here knows my role in the liberation of America from British rule. If you allow me to dispose of these bonds, I will found an army that will annihilate the Clockwork King's diabolical machines. As soon as I have the opportunity to leave Paris, I will rally the officers and troops that are stationed in the provinces. Then, I will call for a mass uprising.
I will have more than enough money to pay their wages and procure the weapons we need. Noch, noch die Waffen. And you will have obedient troops at your beck and call, ready to repress anyone who challenges your power. Boah. These troops will only serve the will of the people. I swear it. Are you sure that the king has spared the rest of the kingdom, Monsieur le Marquis? I am almost certain of it, mon père. Despite all of his resources, the king does not have enough manpower to occupy all the garrisons in the country. Aegis, no member of this assembly can force your hand. The choice. Oh nee, sag mir nicht, ich muss mich jetzt entscheiden. Trust Monsieur Necker's bonds. The bonds are not yet in my possession. Then please continue your search. Oh Gott sei Dank. Ja, aber hier sind ja kaum noch Leute wegen dem Konvert, wegen bla bla bla. I haven't met him yet. He is your only chance. Ja. Die Generalstände. Present when the Estates General was dissolved. Oui, madame. I had a front row seat. I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the king the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer. So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood, positively angelic compared to the machines that have swept through Paris. I have yet to procure Monsieur Necker's bonds. You don't intend to leave them to the king, do you? No, that is out of the question. That's good to hear. Quoi qu'il en soit. If you do manage to get them, come and find me. Goodbye, Monsieur. Ja, aber ich hab doch jetzt alle bequatscht, ey. Aber es sind ja ein paar Leute jetzt verschwunden. Wie soll ich denn die eine Mission, die Person und Konvert befragen? Ja, hab ich gemacht. Ich hab alle nach diesen Typen befragt. Alle. Ja. Dabei lassen, ja. Not it. Geh hier nochmal alle durch. Ist dabei lassen. Ja, den haben wir schon durchgequatscht. Und einer ist ja auch verschwunden. Ich hab den angetalkt und der war weg auf einmal, ey. Was soll ich denn machen? Ah, das hatten wir schon. Die gibt's ja nicht mehr. Sind ja schon ein paar aus dem Konkret verschwunden. Der andere ist auch abgehauen. I have not yet found the vitriol. Ja. War gut. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Agent? Ja. Good. Ja, ich habe alles gemacht, um diese doofe Person da zu finden. Jetzt ist mir einer verschwunden, der andere ist schon seit Ewigkeiten weg und ich dachte, das liegt daran, dass alle verbuggt sind, aber ist ja nicht. Was für ein Elend. Ich kann ja ganz kurz. Gottes Willen. Wurzeln. Ja, aber die können mir nichts sagen. Hier, zu den Wurzeln. Ich kann mit niemandem drüber reden. So elendig. Ich würde nämlich vorher gerne alle Nebenmissionen machen, bevor ich die Hauptmission weitermache. Ne? Ich würde gerne hier erstmal alles besorgen. Schießpulver, bla, und dann mich dazu entschließen. Aber ich weiß halt nicht, also ich werde nachher mal googeln, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, das aufzuklären. Hm. Gott, das ist viel Zeug. Also dann, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir herausfinden, wie wir das geregelt kriegen. Also dann.